Star-Wars-Fan hat sich nicht schon einmal erträumt, das Lichtschwert zu schwingen und die Macht zu nutzen. Am besten natürlich frei, ohne Controller und den Zwängen der Tastenbelegung. Mit Kinect Star Wars scheint dieser Traum für Xbox 360-Nutzer ein ganzes Stück näher zu rücken. Denn mit Hilfe des Kinect-Sensors werden die Bewegungen genau erfasst und zumindest theoretisch 1:1 ins Spiel übertragen. Wir haben uns angesehen, wie viel dieser Versprechungen das Spiel doch tatsächlich hält. Wir spielen einen jungen Nachwuchs-Jedi, der gerade frisch aus der Ausbildung kommt und zu seiner allerersten Mission aufbricht. Zusammen mit unserer Meisterin und ein paar anderen Padawanen starten wir auf dem Dschungelplaneten Kashyyyk, der Heimat der Wookies, denn diese wird angegriffen. Meister Yoda ist natürlich schon vor Ort, verschafft uns ein Bild über die Lage und schon stürzen wir in unseren ersten Kampf. Wäre das geschafft, geht es dann auch sofort weiter, um den nächsten Krieg zu schlagen. Denn Kinect Star Wars entführt uns in unterschiedliche Schlachten, die alle frappierend an die größten Kämpfe der Filme erinnern. Ruht jetzt! Morgen die Prüfungen beginnen. Gesteuert wird das Ganze natürlich mit vollem Körpereinsatz. Naja, zumindest fast. Denn unsere Beine brauchen wir eigentlich nicht. Wenn wir in der Jedi-Vorhersehung, dem Story-Modus, an einen Punkt kommen, an dem wir laufen müssten, übernimmt kurzerhand der Computer. Wir konzentrieren uns demnach überwiegend auf die Bewegung unserer Hände und Arme. Aber es ist noch nicht vorbei. In der einen Hand halten wir natürlich unser Lichtschwert, die effektivste Waffe im Kampf gegen den Abschaum der Galaxis. Theoretisch überträgt der Kinect-Sensor jede unserer Bewegungen ins Spiel, wodurch präzise Schläge eigentlich möglich sein sollten. Vor allem im Kampf gegen mehrere Gegner artet es aber meist in hektisches Gefuchtel aus. Die freie Hand dient Aktionen mit der Macht. Wer jetzt den überschwänglichen Jubel ausbrechen möchte, sollte sich lieber noch ein bisschen zurückhalten. Denn im Gegensatz zu den Filmen oder anderen Spielen ist die Machtnutzung in Kinect Star Wars stark begrenzt. Lediglich einen aufladbaren Machtstoß haben wir zum Angriff. Ansonsten können wir nur Gegenstände und Gegner greifen und herumwerfen. Naja, aber auch nur das theoretisch. Denn im hektischen Kampfgeschehen erkennt der Sensor so gut wie nie, was wir gerade greifen möchten und wo wir es hinwerfen wollen. Zudem ist auch noch ein Großteil der Gegner machtresistent. Besser steuern sich dadurch die Rennen und Raumschlachten. Lediglich mit ausgestreckten Armen lehnen wir uns zu allen Seiten, um zu lenken, abzubremsen oder Gas zu geben. Feinde, die wir dabei ins Visier nehmen, werden praktischerweise auch noch automatisch abgeschossen. Neben den Raumschlachten und Duellen in der Jedi-Vorhersehung stellen wir unser fliegerisches Können auch noch in einem extra Podrennmodus auf die Probe. Oder wir beweisen unsere Stärke im Zweikampf in den schicksalhaften Duellen. Für alle, die sich schon immer gerne der reinen Zerstörungswut hingegeben haben, gibt es die Rancor-Zerstörungsorgie. Der Name ist Programm. Hier spielen wir einen entlaufenden Rancor, zermalmen ganze Städte, fressen Sturmtruppler und zerquetschen Druiden. Der Modus ist zwar kurzweilig, spielerisch aber nicht sonderlich anspruchsvoll. Dafür gibt es dann den fünften und letzten Modus, den galaktischen Tanzwettbewerb. Für viele eingefleischte Star Wars-Fans wohl die schlimmste Markenverwurstung seit dem umstrittenen Holiday-Special von 1978. Denn nach dem Prinzip von Just Dance tanzen wir hier als bekannte Star Wars-Figuren zu Coverversionen von Chart-Hits. So schwingt die gefangene Prinzessin Leia in ihrem Sklavenoutfit fröhlich das Tanzbein zu Princess in a Battle, einem Cover von Genie in a Bottle von Christina Aguilera. Technisch bietet Kinect Star Wars nicht ganz, was wir uns von aktuellen Kinect-Titeln versprechen. Zwar funktioniert die Erkennung vor allem in Fahr- und Tanzsequenzen richtig gut, die Aktionen mit der Macht allerdings werden so gut wie nie umgesetzt, wie wir es wollen. Auch grafisch wäre sicherlich ein bisschen mehr drin gewesen. An den hübschen Charakteren und den detaillierten Landschaften gibt es an sich nichts auszusetzen. An Clipping-Fehlern und unfertigen Animationen selbst in Zwischensequenzen und häufig matschigen Texturen allerdings schon. Wo uns der Oscar-prämierte Originalfilm-Sound ein Lächeln ins Gesicht zaubert, kommt uns bei der Sprachausgabe das kalte Grausen.
Spätestens, wenn Meister Yoda zu sprechen beginnt, bluten jedem Star-Wars-Fan die Ohren. Denn die demotivierten Sprecher kommen nicht mal ansatzweise an die Originale aus Film und Fernsehen heran. Fühlt, wie sie durch euch fließt, aber beherrschen, ihr sie müsst. Zur Zielgruppe gehören sicher nicht die eingefleischten Star-Wars-Fans, die ihre Saga mit vollem Ernst betrachten. Dazu ist der Hauch von Story eindeutig zu dünn. Und das Herzstück eines Jedi-Spiels, die Machtnutzung, zu limitiert. Wer aber darauf verzichten kann, Feinde aus weiter Entfernung zu würgen und die Geschichte rund um das Universum von George Lucas mal von einer weniger strengen Seite betrachten will, der darf gerne einen Blick riskieren. Denn die Podrennen und Zerstörungsorgien sind genauso simpel wie spaßig. Und wer es dann noch schafft, seinen Hintern von der Couch zu bewegen und nach den ersten drei Takten des Tanzwettbewerbs nicht vor Fremdscham im Boden zu versinken, den erwarten auch hier unglaublich lustige Animationen und amüsante Songtexte zum Mitsingen.